Obwohl jeder hat die Kunden hier endlich weg, sind wir immer hier nicht weg. Ui, sind hier innerhalb der Mauer. Hallo? Kate, bist du es? Was ist los? Ich hab's endlich geschafft, meinen mechanischen Zug aufzuziehen, der mich zu Hans Vorarlberg bringen soll. War gar nicht so einfach. Erst musste ich noch mit zwei so merkwürdigen Binnenschiffern verhandeln. Komische Leute. Naja. Und jetzt stehe ich vor einer riesigen Mauer und komme nicht weiter. So eine Art chinesische Mauer. Du müsstest das sehen. Das meine ich doch gar nicht. Ich wollte wissen, was mit dir und Dan los ist. Wieso? Ich habe ihn auf der Party von Margie getroffen. Er hat mir gesagt, ihr hättet euch gestritten. Wir wollen mal nichts übertreiben. Bei unserem letzten Telefonat haben wir uns beide etwas aufgeregt. Das passiert nun mal. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber er sah echt nicht gut aus. Eher so, als sei er wirklich schlecht drauf. Ach, wie sieht er denn aus, wenn er schlecht drauf ist? Na, du weißt schon, mit seiner Strähne, die ihm in die Stirn fällt, seinem komischen Blick und der kleinen Falte zwischen den Brauen. Ist mir noch nicht aufgefallen. Vielleicht war ich ja wirklich etwas hart mit ihm, aber er will immer, dass ich so bin, wie er es sich vorstellt. Diese Mission stresst mich ziemlich. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Verständnis. Kann ich verstehen. Meins hast du jedenfalls. Also, erzähl mal, wie läuft's? Wie ich dir schon gesagt habe, ich komme voran. Langsam, aber sicher. Dieser Hans Vorarlberg scheint eine recht faszinierende Person zu sein. Naja, zu langweilen scheinst du dich ja nicht. Nicht wie hier auf der Arbeit. Monotonie total. Hoffentlich bist du bald zurück. Es dürfte nicht mehr lange dauern. Ich melde mich wieder. Bis bald. Lass bald wieder von dir hören, Kate. Und sei nächstes Mal etwas netter zu Dan. Ich werde es versuchen. Geht's da hin? Zum Winterrad? Nee. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Schau mal an. Boschposten. Ach, eine zerbrochene Brille. Wenn die dem Kapitän gehört, sieht er wirklich schlecht. Bei den dicken Gläsern. Das ist wohl nicht der... Ich schau mich mal, ne? Zurück, zurück, da zurück. Mal durch den Teleskop gucken. Aha. Guten Tag. Kapitän Malatesta, Chefkommandant des Grenzpostens von Barockstadt. Zu Ihren Diensten. Ich brauche eine Erlaubnis zum Überschreiten der Mauer und zur Fortsetzung meiner Reise nach Osten. Man sagte mir, Sie seien befugt, ein solches Visum auszustellen. Dies gehört in der Tat zu meinen Befugnissen. Allerdings stelle ich momentan keine Visa aus, da niemand sich über die Mauer hinauswagen darf. Und aus welchem Grund, bitte? Weil eine solche Reise viel zu gefährlich ist, ganz besonders für eine junge Frau wie Sie, die noch dazu alleine reist. Ich denke, das ist auch Ihnen klar. Gefährlich? Was wollen Sie damit sagen, Kapitän? Der Feind, wertes Fräulein, der Feind! Seit mehreren Jahren beobachte ich ihn durch mein Fernrohr. Der Reiter dort hinten am Horizont, der Kundschafter einer Invasionstruppe. Er beobachtet uns, spioniert uns aus. Ich muss besonders vorsichtig sein. Er weiß, dass ich weiß, verstehen Sie? Und solange ich ihn überwache, wagt er nicht zu handeln. Sind Sie sicher? Absolut. Aber bitte, überzeugen Sie sich selbst. Okay. Würden Sie mich jetzt... Es war mir ein... Das ist komisch, aber ich sehe keinen kosakischen Reiter. Nur einen abgestorbenen Baum mitten in einer trostlosen Ebene.
Der arme Kapitän sieht wirklich schlecht. Ja, nur mit ihm reden. Guten Tag. Kapitän Malatesta, Chef. Ich brauche eine Erlaubnis. Dies gehört. Und aus welchem? Weil eine solche. Kapitän, ich versichere Ihnen, Ihr feindlicher Reiter ist nichts weiter als ein abgestorbener Baum. Ein Baum? Das ist doch lächerlich. Sie haben wohl in Ihrem Leben noch keinen Kosaken gesehen. Und wie lange beobachtet dieser Kosak schon Ihre Mauer? Lange, viel zu lange schon. Aber der Angriff kann unmittelbar bevorstehen. Wie soll man das wissen? Und die ganze Zeit verharrt der Reiter so in derselben Position? Kosaken sind Soldaten, wertes Fräulein. Sie sind in jeder Situation außerordentlich hartnäckig und ausdauernd. Ist der Herr, der für das Tor zuständig ist, nicht da? Es gibt keinen Herrn, der für das Tor zuständig ist. Sie sollten wissen, dass ich, der Kapitän Malatesta, der alleinige Hüter dieses Tors bin. Und zwar seit ich dieses Amt im Jahre 1968 von meinem eigenen Vater, Oberstleutnant Malatesta, übernommen habe. Dann werden Sie mir wohl auch seinen Mechanismus erklären können. Er scheint recht kompliziert zu sein. Keineswegs. Ein Kinderspiel, wenn man sich nur einen Moment Zeit nimmt, seiner Logik auf den Grund zu gehen. Und Ihrer Lokomotive nach zu urteilen, dürfte das für Sie kein Problem sein. Warum sagen Sie das? Als ich Ihre herrliche Lokomotive sah, habe ich mir gleich gesagt, Sapristi! Nur Hans Vorarlberg kann solch eine Maschine entwickeln. Und ich weiß, wovon ich rede. Der Mechanismus des Tors ist sein Werk. Es war, wenn ich mich nicht irre, das letzte, das er in Barockstadt realisierte. Dann kennen Sie also Hans Vorarlberg? Nein, also nicht persönlich. Ich hatte damals gerade das Licht der Welt erblickt. Aber mein Vater hat mir viel von ihm erzählt. Und natürlich kenne ich seine Erfindungen. Sie sind zahlreich in unserer Stadt. Ich weiß. Ich stelle fest, dass auch das Alter seinem unglaublichen Erfindungsgeist keinen Abbruch getan hat. Wie geht es ihm? Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nämlich gar nicht. Ich suche nach ihm. Eine Erbschaftsangelegenheit. Und vielleicht wird mich sein Zug zu ihm bringen. Warum nicht? Seine Erfindungen waren schon immer unglaublich. Ich brauche ein... Dies gehört in der Tat. Und aus... Weil eine solche... Kapitän, ich... Ein... Und wie... Lange... Und die ganzen Kosaken. Zwischen dem Volierenbahnhof und dieser sachlichen Mauer. Ich hatte schon lange keine Gelegenheit zum Vergleich mehr. Meine Funktion erlaubt es mir nicht, meinen Posten zu verlassen. Ich heiße Kate. Was für eine absurde Mission. Das Risiko steht in keinem. Kapitän, erlauben Sie mir die Bemerkung, dass mir das militärische Selbstverständnis, mit dem Sie eine völlig unnütze Mauer verteidigen, ebenso absurd erscheint. Ich könnte Ihre Worte jetzt als Beleidigung auffassen, aber ich verzeihe Ihnen. Sie sind jung und sich der wirklichen Gefahren, die uns drohen, nicht bewusst. Würden Sie... Es war... So, jetzt vielleicht mal Weinchen einschenken? Besoffen? Herr Oberst! Kapitän, wertes Fräulein. Dabei hätte ich Sie für einen hohen Offizier gehalten. Danke für das Kompliment. Nun ja, es stimmt leider, dass wir Grenzsoldaten oft von den militärischen Behörden übergangen werden. Wie ungerecht. Ich kann Sie verstehen. Aber lassen Sie uns die Sorgen für einen Moment vergessen und miteinander anstoßen, Kapitän. Oh, es wäre mir ein Vergnügen, wertes Fräulein, aber... Leider ist das gegen die Vorschrift. Ein bisschen Wein hat noch keinem geschadet. Es braucht ja niemand davon zu erfahren. Wein? Sie sind sich doch darüber im Klaren, dass Sie mich damit in eine peinliche Situation bringen. Aber ich bitte Sie, Kapitän. Nur ein kleines Glas. Ich versichere Ihnen, der Wein ist ausgezeichnet. Einen winzigen Schluck also. So können auch den starken Herr... Kapitän überzeugen für einen Schluck Alkohol. Hier, Ihr Glas. Auf Ihr Wohl, Kapitän. Auf Ihr Wohl.
Oh, da war schnell weg. Ich habe schon lange keinen Wein mehr getrunken. Und schon gar nicht in so angenehmer Gesellschaft. Er ist wirklich ausgezeichnet. Nicht wahr? Sie müssen wissen, dass dieser Wein aus Barockstadt ist. Wald-Sauvignon, der aus Amazone stammt und der im Garten des Bahnhofs kultiviert wird. Sowas? Das haben mir die Herren der Universität aber sorgfältig verschwiegen. Wissen Sie, Herr Kapitän, ich muss meine Reise in den Osten unbedingt fortsetzen. Daran ist gar nicht zu denken. Sie machen sich nicht klar, wie gefährlich das ist. Der Feind beobachtet uns. Vielleicht ist Ihr Kosakenreiter ja gar nicht das, für was Sie ihn halten. Vielleicht ist es einfach nur ein abgestorbener Baum mit ungewöhnlichen Formen. Sie sollten das noch einmal prüfen. Man weiß ja nie. Ich bitte Sie, Kapitän. Nun gut, einer Frau werde ich das nachsehen und ihrem Wunsch Folge leisten. Auch wenn das alles lächerlich ist. Hat Pulver auch sichtverbessernde Wirkung? Unglaublich. Wie ist das möglich? Ein Wunder? Wie konnte ich mich die ganze Zeit so täuschen? Der Feind war ein einfacher Baum. Wie peinlich. Nicht so tragisch, Herr Kapitän. Irren ist schließlich menschlich. Ein Baum? Nichts weiter als ein simpler Baum. Fassen Sie sich, Herr Kapitän. Ich denke, jetzt hindert Sie nichts mehr daran, mir ein Visum auszustellen. Oh, natürlich nicht. Es besteht keinerlei Gefahr mehr. All diese Jahre. Kein Kosak mehr. Nichts mehr zu beobachten. Seien Sie doch froh, Kapitän. Jetzt brauchen Sie nicht mehr ununterbrochen auf Ihrem Beobachtungsposten zu sein. Die Leute können jetzt wieder reisen und Sie können nun endlich Ihre wirklichen Funktionen wahrnehmen und Reiseberechtigungen erteilen. Sie haben recht. Ich unterzeichne Ihnen umgehend ein Visum zum Überschreiten der Mauer. Hier, bitte. Hurra, das Visum. Achtung, davon ausgegangen werden muss, dass die Reise in das östliche Territorium jenseits unserer Schutzmauer voller Unsicherheit und Gefahren ist, kann man die Mauerbehörde den Schutz der Reise persönlich jenseits der Mauer nicht gewährleisten und in lediglicher Verantwortung diesbezüglich ab. Danke. Gut. Auf Wiedersehen, Herr Kapitän. Und bleiben Sie wachsam. Dürfte ich Sie bitten, die ganze Affäre für sich zu behalten? Mein Ruf, verstehen Sie? Mein Ehrenwort, Herr Kapitän. Er wird sich sicher jetzt weiter zum Beobachtungsfenster gehen, ne? Genau. So, wir können abhauen. Endlich. Runter. Dem ich Papiersche gebe, er kann es unterstellen und wir können endlich mal losbauen. Ich negativ. Nun gut, also dann bis. Ja. Das Visum. Ich hoffe, es ist alles richtig so, mein lieber Oskar. Alles richtig. Ja, hier Ticket. Erfahrt von Raumstadt. Jawohl. Gute Reise, Kate Walker. Wir können jetzt also wirklich losfahren? Ja. Wir sind bereits sehr spät dran, Kid Walker.
Zug. Hier, Oskar. Danke, Kate Walker. Darf ich Sie jetzt bitten, an Ihren Platz zurückzukehren, Kate Walker? Sofort, Oskar. So, endlich aus Barockstadt. Lass mich raten. In der nächsten Folge werden wir erfahren, warum wieder der Zug ausgespannt ist, ne? Naja, ich würde sagen, ein bis dann.